Aber man kann auch neue Freunde finden. Nedunga beendet ihren Satz mit einem beendet seinen Satz mit einem herzlichen Lächeln. Ja, kannst du mir zeigen, wie man einen Teppich knüpft? It's not a skill one learns in an afternoon. But should you wish to spend many months here in this longhouse, you're welcome. Ha, so etwas lernt man nicht an einem Nachmittag. Aber wenn du mehrere Monate hier im Langhaus verbringen möchtest, gerne. Er muss lachen. I say, we have the room. So long as you do not mind sleeping like so many scrolls stuffed in a shelf. Ich sage, wir haben Platz, solange es dir nichts ausmacht, wie Schriftrollen im Regal zu liegen. Osaru lacht mit Nedunga mit. Dann geh mal. Mögen die Winde mit dir sein, Reisender. Ey, der sagt das richtig. Ja, du bist wohl Watori. Those Raparu dare make such a racket in my longhouse. What were those royal deadfire fools thinking? Wieso Raparu wagen es in meinem Langhaus seinen Lärm zu machen? Was haben sich diese königlichen Todesfeuer-Idioten nur dabei gedacht? Ein großer Uana starrt wütend mit geballten Fäusten auf das Gebäude. Du bist ein Arsch. Wenigstens hat dir die Kirche im Todesfeuer-Gesellschaft ein besseres Heim gebaut. Es ist eine Schande, dass dich die Gesellschaft hier mit dem gewöhnlichen Volk zusammensteckte. Nehmen wir mal die zwei. Ich brauche kein besseres Haus, ich brauche Privatsphäre. Er reißt mit einem stummen Schrei seine Arme hoch. Nach dem Ausbruch des Mataru wird es kurz still im Langhaus. Mit einem Schmunzeln verschränkt Maya die Arme. What do you want? Was willst du? Dein Zimmer ist viel schöner als die anderen. Wie erlangte die königliche Todesfeuergesellschaft Kontrolle über Sayuka? Nehmen wir mal die 1. I am Mataru, a warrior. The best quarters are mine by right. Ich bin Mataru, ein Krieger. Die besten Quartiere stehen mir von Rechts wegen zu. And yet I cannot display my most precious possession, my grandmother's Warhammer, for fear the Raparu might steal it. It is absurd. Und dennoch kann ich meinen größten Schatz, den Kriegshammer meiner Großmutter, nicht zur Schau stellen, aus Angst, dass die Raparu ihn stehlen. Das ist absurd. Warum sollen die Raparu deine Sachen klauen? They know no better. A Juana's soul is not born into the Raparu without reason, after all. Du bist ja fast schon ein Rassist, ey. Wir wissen es nicht besser. Schließlich wird eine Juana-Seele nicht ohne Grund in die Raparu hineingeboren. Er kann sich kaum verkneifen, die Augen zu verdrehen. Wie erlangte die königliche Todesfolgegesellschaft die Kontrolle über Sayuka? Not even the greatest Mataru can stand against a fleet of Rauatai and warships. Nicht einmal der größte Mataru kann es mit einer Kriegsflotte der Rautaianer aufnehmen. Der Krieger schüttelt bei seinen Worten verbittert den Kopf. Er lebt wohl. Gut. Sayuka scheint zum Glück der letzte Hafen hier zu sein, also richtiger Hafen. Weil wir ja schon die Meldung gekriegt haben, dass wir alle Häfen abgeklappert haben. Jedenfalls steht das hier drin. Erst Kapitänsrang erworben. Überlebe einen Angriff von einer meuternden Mannschaft. Kopfgelder. Schaffe in der Halle der Abenteurer ein Abenteurer. Könnte ich auch irgendwann mal noch machen. Ja, alle Helfer. Da fehlt auf jeden Fall noch jemand. Ja, segelt zu allen Häfen im Todesfeuer. Das habe ich vorhin abgeschlossen. Und das hier unten sind die Sea-Quests. Ja, schließe die Quest Geisterparadies, die Geisterparadies-Quest ab. Also ich glaube, alles, was hier ist, sind die Sea-Erfolge. Schließe die Berg Kanas nahe, bringe jede der unterschiedlichen Verbesserungen an einem einzigen Schiff an. Ja, das sollte ich auch irgendwann mal machen, wenn ich das nächste Schiff habe. Gut. Okay, der macht einen Umweg und holt sich da Mataru-Kleidung raus. Oh, hier steht doch was. Dieses Spielbrett ist durch häufigen Gebrauch abgewetzt und verkratzt. Können wir es nicht trotzdem mitnehmen? So,
Hallo, ist hier drin jemand? Nö. Die sollten eigentlich fast schon froh sein, dass sie hier sichere Mauern haben. Auch wenn es auf der anderen Seite scheiße ist, in einem Gemeindehaus zu wohnen. Aber ansonsten können sie sich ihre Hütten doch eigentlich selber wieder außerhalb der Stadt aufbauen. So, hier. Oh, Reagenzchen. Die nehme ich gern mit. Als du die Werkstatt betrittst, siehst du die valianische Wissenschaftlerin Ivere und einen hochgewachsenen Männchen am Mauer. Sie sind in eine hitzige Diskussion vertieft. Er gestikuliert wild herum und sein Gesicht ist zu einer harten Grimasse verzogen, die seine spitzen Zähne entblößt. Ivere betrachtet ihn, die Hände energisch gegen die Hüften gestemmt. Als er dich entdeckt, weiten sich seine Augen. This area is strictly off limits to non-company personnel. What are you doing here? Ich wurde geschickt. Du, dieser Bereich ist für alle streng verboten, die nicht für die Gesellschaft arbeiten. Was tust du hier? Calm, amico. Is this not the casito your Hazanui said she would send? Beruhig dich, amico. Ist das nicht der Casito, den die Hazanui versprochen hat zu schicken? Ivere verdreht die Augen. Das bin ich. Wie kann ich helfen? Ich gebe keinerlei Versprechen, bevor ich nicht weiß, was für mich dabei herausspringt. Berichte mir die Kursfassung. Ich habe schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Nimm die Eid. The coral in the harbor is growing out of control, and we've found no way to stop it. We're at our wits' end. Gesegnet seist du. Der Wachstum der Koralle im Hafen ist völlig außer Kontrolle geraten. Wir haben keine Möglichkeit gefunden, es zu stoppen. Wir sind mit unserer Weisheit am Ende. Mit einem Taschentuch wischt er sich den Schweiß von der Stirn. I surmise that a magical disturbance must be the source of the problem. Ich vermute, dass eine magische Störung die Ursache des Problems ist. So far as I can tell, the most likely candidate is a strange magical signature emanating from some place off the southeast coast of the island, deep beneath the sea. Soweit ich das beurteilen kann, ist die wahrscheinlichste Ursache eine merkwürdige magische Signatur, die von einem Ort nahe der südöstlichen Küste der Insel ausstrahlt, tief im Meer. The Hoanna's records show that an ancient Anguithan ruin, Signath Mor, once stood at that approximate location. Die Aufzeichnungen der Hoanna zeigen, dass früher einmal in etwa in diesem Ort eine uralte anguithanische Ruine gestanden hat. Signath Mor. I do not doubt that something in that ruin is the source of the trouble. Ich habe keinen Zweifel daran, dass irgendetwas in dieser Ruine die Quelle dieses Problems ist. Bueno, take this. It is my masterpiece, Ack. Perguano, nimm dies hier. Es ist mein Meisterstück, Ack. Aus einem nahen Regal hieft sie einen riesigen, bauchigen Helm hinab und reicht ihn dir. Taucherausrüstung. Dieser Gegenstand wurde deinem Inventar hinzugefügt. Dieser massive Messinghelm ist dir big genug, um dem großen Druck in der Tiefsee zu widerstehen und seinen Träger für begrenzte Zeit mit Atemluft zu versorgen. The helmet should allow you to breathe underwater for time enough to deal with the disturbance, provided, of course, that you hurry. Der Helm sollte es dir ermöglichen, lange genug unter Wasser zu atmen, um die Störung zu beheben. Vorausgesetzt natürlich, dass du dich sehr beeilst. Ich werde das zu meiner obersten Priorität machen. Dir fehlt es hier ja nicht gerade an Helfern. Warum schickst du nicht deine eigenen Leute? Dränge mich nicht, ich werde mich damit befassen, wenn ich es für richtig halte. None among the company share your particular history with Anguithan artifacts. Es gibt niemanden in der Gesellschaft, der mit dir deine ganz besondere Geschichte teilt, was anguithanische Artefakte betrifft. Ja, unsere Photonenkanone aus dem ersten Teil. You are, in essence, the perfect candidate for our experience, our research. Ah ja, ich bin Versuchskaninchen. Du bist im Grunde der perfekte Kandidat für unsere unsere Forschungsarbeiten. The Royal Deadfire Company thanks you for your assistance, Watcher. Die königliche Todesfeuergesellschaft dankt dir für deine Unterstützung, Wächter. Und deine Tapferkeit, Aurit Agori. Ja. Wucher. Ihr wer glaubt, dass der Ursprung des Wildwuchs der Korallen bei einer gigantischen Ruine liegt. Signath Mor. Sie gab mir einen Taucherhelm, mit dem ich die Ruine erforschen kann, die vor der südlichen Küste von Sayuka unter den Wellen liegen. Mhm. I'd be glad to. Papa has a new idea. Hier ist noch Zeug. Additional cannons. We must oblige her. We cannot spare the weight. Already the ballast is over. Das in dieser Kuppel eingelassene Glas ist sehr dick. Increase the size of the ballast then. And store it where?
Then we must increase the size of the ship. Take your concerns to the Valian. This mess is her responsibility now. Okay, was haben die zu bereden? Die Hazanui hat weitere Kanonen verlangt. Wir müssen ihrem Wunsch Folge leisten. Wir können auf dieses Gewicht verzichten. Wir haben jetzt schon zu wenig Ballast. Da nehmt ihr mehr Ballast auf. Und wo sollen wir es hinlagern? Da müssten wir das Schiff vergrößern. Bringe deine Bedenken bei den Valianern vor. Jetzt muss ich mich um das Durcheinander kümmern. Ja, gut. Hier unten ist noch was versteckt. Was ist hier? Was auch immer unter dieser Plan versteckt ist, stinkt nach Bronze, Poliermittel und Maschinenöl. Ein U-Boot? Das könnte ein U-Boot sein. Hat sie noch was zu sagen? Ach, so much to do, so few hours in the day. Ach, so viel zu tun und nur so wenige Stunden am Tag. Und du? Stay out of the way. Steh nicht im Weg rum. Okay. Ist ja recht. Oh. Wir werden angegriffen. Halt sie auf, bis ich die anderen alarmiert habe. Bin dran. Wovon sprichst du? Das ist nicht mein Problem. Wovon sprichst du? Keine Zeit zum Reden. Ich muss die Ingenieure warnen. Captain, a moment. I've got a job needs handling. Okay, Jagdsaison und Maya will mit mir reden. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Obwohl halt, das was Maya zu sagen hat, will ich mir noch anhören. I should come clean about something, Captain. Ich sollte reinen Tisch mit dir machen, Captain. Mit deinem Seufzer kratzt sich Maya am Hinterkopf. Lass mich hören. Sura didn't set me loose just so I could stay busy. Fact of the matter is, he gave me a job to do. Asura hat mich nicht losgeschickt, nur damit ich eine Beschäftigung habe. Er hat mir einen Auftrag gegeben. I've got this stack of missives I need to deliver. Noble errand, right? Ich habe diesen Stapel an Schreiben, die ich ausliefern muss. Eine noble Aufgabe, nicht wahr? Sie zeigt dir eine kleine Sammlung an Schriftrollen in ihrer Tasche. Alle sorgfältig mit dem Siegel der königlichen Todesgesellschaft versehen. The company has a lot of people working away from headquarters. And Atsura trusted me to get these in the right hands. I hope that isn't a problem. Die Gesellschaft hat eine Menge Leute, die fernab der Hauptquartiere arbeiten. Und Atsura hat mir aufgetragen, diese in die richtigen Hände zu bringen. Hoffe, das ist kein Problem. Alof faltet seine Hände zu einem Dach und lächelt. Was steht in diesem Schreiben? Shipping manifests, requisitions for supplies, work orders, mostly work orders. Ein bisschen von allem. Ladeverzeichnisse, Anfragen für Vorräte, Arbeitsaufträge, hauptsächlich Arbeitsaufträge. You wouldn't believe how much paperwork it takes to run a navy. Du wirst nicht glauben, wie viel Papierkram es braucht, um eine Marine am Laufen zu halten. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja nur ein Schiff. Ich habe eine Weile lang ein Anwesen am Laufen gehalten. Ich kann es mir vorstellen. Ich werde zusehen, dass wir sie rechtzeitig ausliefern können. Noch etwas, das ich über deinen Auftrag wissen sollte? Bist du nicht ein bisschen überqualifiziert für solche Laufburschenarbeit? Ich werde daran denken, wenn ich Zeit habe. Nehmen wir mal die Eins erst. Making good with the locals, paying off bounties. Maybe Aethys did you a favor when he stepped on Cadnua. Ja, da hat sie wohl recht. Ah, natürlich. Sich mit den Anwohnern gut stellen, Kopfgeld auszahlen. Vielleicht hat Aethys dir einen Gefallen getan, als er auf Cadnua getreten ist. Sie gluckst vor sich hin. Edea nickt und zwinkert, Seraphine streichelt sich den Bart. Ja, beide wegen Unbeschwertheit. I didn't actually mean that. Das meinte ich nicht wirklich so. Noch etwas, was ich über deinen Auftrag wissen sollte? Maya greift zu ihrem Dutt, um ihn enger zu schnüren und nimmt sich einen Moment, um über deine Frage nachzudenken. Don't take it personally if I'm vague on some of the details. Atsura likes his discretion, even when it comes to boring bureaucratic stuff. Nimm es nicht persönlich, wenn ich bei einigen Einzelheiten etwas vage bleibe. Atsura legt größten Wert auf Diskretion, selbst bei ganz langweiligen bürokratischen Dingen. Seraphine kichert leise. Sage ich mir deshalb keine Sorgen machen muss. The second that I need you to worry. You'll know. Ich werde es dich wissen lassen, sobald das der Fall ist. Darauf kannst du zählen. Sie schließt dein Auge und schießt wohlmeint mit ihrem Finger auf dich. This one's bound for Harama, an acquaintance, good sailor. He's somewhere off in Tikawara. Dieser hier ist für Harama, ein Bekannten. Guter Seefahrer, treibt sich irgendwo in Tikawara herum. Sie hält eine einzelne Schriftrolle hoch. And these are for Tuaha, an old friend stationed in Port Maje. You meet some strange types in the Navy.
Und diese hier sind für Tuar, einen alten Freund, der in Port Maye stationiert ist. Man trifft einige seltsame Gestalten in der Marine. Ich habe noch einige Fragen. Dann lass uns von hier verschwinden. Okay, Maya hat einen Auftrag. Ja, der Ruf des Kuriers. Azura hat Maya die Aufgabe übertragen, während sie meinen Diensten stets Sendschreiben an rautanische Agenten im Todesfeuer zu übergeben. Maya versicherte mir, dass die Sendschreiben nichts weiter als bürokratischer Papierkram seien. Maya hat ein Sendschreiben an Harama, einem rautanischen Seemann und einem Freund von ihr dabei. Harama ist in Tikawara. Maya hat einen Stapel Sendschreiben für ihre exzentrische rautanische Kollegin Tuaha. Die für ihre exzentrische rautanische Kollegin Tuaha bestimmt sind. Tuaha ist in Port Maye. Okay. Jetzt aber erstmal den Spielstand speichern. Und dann gucken wir mal, was uns auf uns zukommt als nächstes. Das wäre dann jetzt LP045045. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.